tragischen Schicksale der Asi-TV-Darsteller. Okay, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt. Video verwissenswert wieder. Lasst Like, Abo da und wir gehen rein in die Reaktion. Käse schwimmen in den Mund. Angeblich guckt ja niemand Asi-TV. Es wird so cringe heute, trotzdem, ne? Trotzdem kennt fast jeder die kultigen Darsteller aus Sendungen wie Frauentausch, Mitten im Leben oder Schwer verliebt und lacht über ihre äußerst kuriosen Auftritte vor der Kamera. Nach diesem Video dürfte euch das Lachen jedoch im Halse stecken bleiben. Denn heute wollen wir euch zeigen, welche tragischen Schicksale die Kultdarsteller teilweise ereilt haben. Es wird traurig. Ich bin sehr gespannt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute halt, wie die Ritterfamilie, das ist ja glaube ich Frau Ritter, dass die halt voll ausgenutzt worden von RTL und den ganzen anderen Sendern, einfach nur damit die halt Geld machen mit den Leiden von denen, sage ich mal. Und ich meine, die hatten davon nichts, außer vielleicht ein bisschen Geld oder so. Das Geld haben sie wahrscheinlich wieder direkt ausgegeben für irgendwelche Drogen. Erschreckend. Aber ich weiß auch nicht 100%. Und regt vielleicht auch so manchen zum Nachdenken an. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten unser Video mit einem Ausschnitt aus der Sendung Schwer verliebt von 2011, der im Internet schnell zum Meme wurde. Es geht nämlich um den enthusiastischen Puzzlesammler Dirk und die Barbie-Fanatikerin Sarah, die sich in der Show auf der Suche nach einem Partner fürs Leben kennenlernten. Also ich sammle Puzzles. Puzzle, schön. Und das mache ich auch sehr gerne. Mhm. Und wie lange machst du das schon? Oh mein Gott, ich würde mal gern auf so Serien eigentlich gerne reagieren, weil es ist so teilweise super cringe und so super witzig, ne? Aber auch seit meinem fünften Lebensjahr mache ich das. Also hast du auch früh angefangen? Ich habe sehr früh angefangen und habe mich schon langsam hochgearbeitet. Ja, und wie viele Puzzles besitzt du jetzt? Fünf. Während Dirk besonders mit diesen... Er hat mit dem fünften Lebensjahr angefangen, ist jetzt wahrscheinlich Mitte 20, Mitte 30 und hat bis dahin fünf Puzzles gesammelt. Diesem Ausschnitt für Lacher sorgte, fiel Sarah vor allem durch ihre große Barbie-Sammlung auf, zu deren Figuren sie sich richtige Hintergrundgeschichten überlegt hatte. Also das sind meine Lieblings-Barbies, das ist der Ludwig und das ist der Franz... Hat ein Double-Date gerade? Josef. Und die beiden sind schwul, die sind miteinander verheiratet. Warum die Lacher im Hintergrund? Können wir irgendwie erklären, warum da Lacher im Hintergrund sind? Und das wusste ich vorher auch nicht, dass die auch schwul sein, also dass Barbies auch schwul sein können. Während sich das Internet noch bis heute über die ungelenken Flirtversuche der beiden amüsiert, ereilte Sarah jedoch abseits der Bildschirme ein Schicksal, wie es schrecklicher wohl kaum sein könnte. Nachdem sie in der Kuppelshow keinen Partner finden konnte, versuchte sie nämlich in Chatrooms endlich ihr Liebesglück zu finden, das sie sich so sehnlichst wünschte. Als sie dort schließlich den Computerfachmann Axel fand, schien zunächst alles perfekt zu passen und die beiden kamen zusammen. Doch schon nach kurzer Zeit wurde klar, dass Axel nicht gut für sie war. Er beschimpfte die junge Frau nicht nur, sondern schlug sie auch immer wieder so heftig, dass sie sogar ins Frauenhaus fliehen musste. Dennoch... Was? Hey, was hören wir jetzt gerade hier? What the fuck? Die Arme, Alter... gab sie ihm. So Menschen sollten gefühlt nicht auf der Welt existieren, beziehungsweise die sollten instant eingesperrt werden. Ich sag so, wie es ist. Wieder eine Chance und kehrte zu ihm in sein völlig vermülltes Haus zurück. Dort passierte im Jahr 2016 dann jedoch etwas Grausames. Damals durchsuchte die Polizei nämlich zufällig das Haus von Axel und was sie fanden, schockierte sie. Dort lag Sarah leblos an ein Bett gefesselt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Axel sie dort gefangen gehalten hatte und ihr schlimme Dinge angetan hatte, bis Sarah schließlich an ihren Verletzungen verstarb. Bro, ich hätte nicht gedacht, dass die Schicksale so krass schlimm sind. Holy shit, das hat voll die Wendung genommen. Also ich meine, das davor war ja auch schlimm, aber dass sie deswegen gestorben... Bro, das ist übel traurig zu hören gerade. Das macht mich voll sad, die Arme, Alter. Der Fall ist ein alarmierendes Beispiel dafür, wie fatal eine toxische Beziehung zu der falschen Person enden kann. Krass. Kommen wir nun Arme, zu vier Brüdern, die aus dem Nichts plötzlich zu riesigen TV-Stars wurden, nämlich zu den Ludolfs. Die kennt man. Peter? Ja, ja. Für ein VW T3 ein Tacho. Ja, bitte. Haben wir da.
Nachdem die Schrotthändler, die gemeinsam schon seit langer Zeit einen von ihren Eltern geerbten Schrottplatz betrieben, erstmals in einer Doku zu sehen waren. Ich bin gespannt, was bei dem, was für ein trauriges Schicksal die erlitten haben, weil ich habe da gar nichts mitbekommen. Wollte aufgrund ihrer recht speziellen Art quasi jeder Privatsender mit ihnen drehen. Durch die Doku-Soap Die Ludolfs, vier Brüder auf dem Schrottplatz, wurden sie dann endgültig zum Kult. Uwe, Horst Günther, Peter und Manni machten einen kuriosen Eindruck, kannten sich jedoch mit Autoteilen aus wie kaum jemand sonst und pflegten ihre ganz eigene Ordnung auf ihrem Schrottplatz. Besonders begeistert waren die Zuschauer von ihren zahlreichen Weisheiten, die sie immer wieder zum Besten gaben. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Durch den Das, was er sagt, ist schon korrekt. Erfolg der Serie folgten ein Kinofilm, Merchandising, Bücher und Merchandise. Holy shit, die haben mir komplett abgeräumt. Einige Songs. Selbst Stars wie Bushido besuchten sie. Durch den großen Ruhm begann sich jedoch die Beziehung der Brüder, die zeitlebens immer zusammengehalten hatten, zu ändern. Nachdem Horst Günther an einem Herzinfarkt verstarb und die verbliebenen Brüder nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen konnten, zerstritten sie sich heftig. Oh. Es ging um Geld und heftige Diebstahlsvorwürfe und schließlich zwangen Manni und Uwe Peter sogar per Räumungsklage dazu, den Schrottplatz zu verlassen. Krass. Und brachen ihm so das Herz. Ich dachte, Familie, wir halten zusammen. Manni würde mich nie angreifen. Hat mir sehr weh getan. Nach Jahren, in denen sie nur noch über Anwälte kommunizierten, einigten sich die Ludolfs in einem Gerichtsverfahren 2019 zwar schließlich auf einen Vergleich und versöhnten sich vor der Kamera, aber ob ihre Bruderbeziehung jemals wieder so innig wird wie vor dem Ruhm, darf bezweifelt werden. Wird wahrscheinlich nicht so sein. Weiter geht's. Traurig aber auch. Ey, das ist alles voll sad hier. Mit einer Familie. Was erwarte ich aber auch bei so einem Videotitel, ne? Die selbst unter den ohnehin meist kuriosen Kandidaten der RTL2-Sendung Frauentausch noch besonders auffiel. Wie Christian und Yvonne als Zerbst sich vor der Kamera präsentierten, wirklich, nun ja, speziell. Das ist doch der, oder? Schon kurz nachdem die Tauschmutter bei Christian... Der nur eine Körperpapier-Dingser-Rolle, nicht eine Rolle, sondern ein Stück so davon nimmt, um sein Posthaus ankam, ahnte sie wohl, dass ihre Zeit dort nicht ganz einfach wird. Denn ihr sagte die Sauberkeit im Haus nicht zu. Auch, dass die ganze Familie arbeitslos war und ihre ständig meckernde Oma dauerhaft in der Wohnung herumsaß, kam bei der Tauschmutter nicht gut an. Und so kam es auch schnell zu Streitigkeiten. Als die Tauschmutter beim Abwasch dann aus Versehen ein Frühstücksbrettchen kaputt machte, eskalierte die Situation dann völlig. Hat die mein Brettchen kaputt gemacht? Was ist denn hier? Wer bin das? Ich wollte, dass die erkannt. Ich kann es nicht mehr hören! Selbst als die Tauschmutter versprach, ein neues Frühstücksbrettchen zu kaufen, ließ sich Christian nicht beruhigen. Ja, ein neues, dreh nicht ab! Das ist nur ein Brett, ich wollte es dir... Das ist mein Inventar! Dieses Brettchen hat 2,50 Euro... Naja, es hat 2,50 Euro gekostet. Er tut es, als würde es irgendwie so 2 Millionen kosten. Kostet für mich ist das viel Geld! Nach Ausstrahlung dieser Folge wurde dann das komplette Leben von Christian und Yvonne auf den Kopf gestellt. Denn nicht nur, dass ihr Briefkasten mit Frühstücksbrettchen vollgestopft wurde, tatsächlich wurde auch ihr Haus immer wieder mit hunderten Eiern und anderen Gegenständen beworfen und Menschen randalierten auf der Straße. Über Wochen versammelten sich Dutzende Jugendliche vor dem Haus, traten die Tür ein, warfen... Hamburg vs. Zerbst oder wer sich ins Privatfernsehen begibt, kommt darin um. ...ein Fenster ein und knickten die Regenrinne ab. Die Familie wurde zudem so heftig In den Wochen nach der Sendung grotteten sich Dutzende Jugendliche immer wieder vor dem Haus zusammen. Sie warfen Eier auf die Fassade hundertfach. Sie traten die Haustür ein, zerknickten das Fallrohr der Ringrinne und zerschlugen ein Fenster. Tagelang stand die Familie unter Polizeischutz. Es hörte, das ist krass am Ende. Also, wenn man es überlegt, man hat es ja damals teilweise im Fernsehen gesehen, teilweise auch nicht, ne? Je nachdem. Aber ich hätte mir niemals erdenken können, dass Leute dann wirklich da irgendwie hingehen. Und da so Terror machen, ne? Das ist ja, es geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Ich dachte so, dass alle das so sehen, denken sich so, haha, witzig, hihi, ne? Und dann, das war's. Aber dass da Leute wirklich so hingehen und so Terror machen, ist crazy. Das erinnert mich halt irgendwie voll an Drachenlord, ne? Der, ich meine, der ist gefühlt aber auch ein bisschen provoziert, aber trotzdem ist
crazy. Droht, dass sie schließlich unter Polizeischutz gestellt werden musste. Zu allem Überfluss kündigte ihnen der Vermieter wegen des anhaltenden Terrors auch noch die Wohnung. Alte Freunde mieten die Familie plötzlich und Yvonne wurde aus ihrem Dartverein rausgeworfen. Schließlich musste die Familie sogar aus ihrem Heimatort Zerbst wegziehen, um endlich wieder nachts schlafen zu können. Gegenüber dem Spiegel sagte Christian später, die Sendung hat unser Leben zerstört. Oh, das ist eigentlich krass, oder? Wollte die Familie. Wir fanden Frauen schon mal lustig, sagt Yvonne Labs, und wollten einfach mal sehen, wie das so gemacht wird. Jetzt wissen sie es. Willkommen in der Wirklichkeit, krank. RTL 2 hat zerstört einfach Leben, nur ne? Aus Spaß teilnehmen. Die machen alles sie fühlte sich völlig falsch dargestellt und hätte nie gedacht, welche tragischen Folgen die Teilnahme für sie haben. Ich finde es krass, dass so Fernsehsender halt oftmals das Leid der Menschen mitnehmen. Ich sehe nicht oft, dass so Fernsehsender jetzt versuchen, Menschen irgendwie ein besseres Leben zu schenken, oder? Es geht entweder um irgendwas mit Sex oder sonst irgendwas, oder es geht um Ausnutzen von Menschen, denen es nicht gut geht oder so. Es kann sein, dass sie öfter mal Sachen gemacht haben, die jetzt vielleicht Menschen beglücken oder so, aber es kam jetzt nicht so oft vor. Es ist eher so, dass sie halt Menschen ausnutzen, deren Leid ausnutzen oder sonst irgendwas. Oder? Oder liege ich gerade falsch? Wenn ich falsch liege, bitte schreib es in die Kommentare. Könnte. Die nächste Familie kennt wohl so ziemlich jeder und man kann durchaus behaupten, dass sie mit Abstand die berühmtesten Ritter, Einwohner der Kleinstadt Köthen in Sachsen-Anhalt sind. Ihr ahnt es schon, es geht um die Neon-Familie Ritter mit Familienoberhaupt Karin Ritter. Was sagen Sie denn zur aktuellen Flüchtlingspolitik? Sie haben erzählt... Raus mit die Viecher! Deren Weltansicht ist aber auch straight up falsch, wie die gelebt haben. Es ist einfach reine Katastrophe. Es war dennoch interessant, die immer anzuschauen. Die sind ja nicht erwünscht. Aber die lebt doch nicht mehr, ne? Glaube ich. Die Ritter wurde erstmals 1994 der Öffentlichkeit bekannt, nachdem die Söhne Norman, Christopher und Andy schon als kleine Kinder ihre erwachsenen Nachbarn verprügelten und ihre Wohnung verwüsteten. Und dann habe ich halt mitgenommen, die Bärbel auf den Rücken geschlagen und Bro, diese Erziehung bei den Kids, so bodenlos. Als wäre das noch nicht heftig genug, verbreiteten die kleinen Kinder auch schon Parolen, redeten davon, dass sie Menschen totschlagen wollen und auch ihre Wünsche für die Zukunft waren mehr als schockierend. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Skinhead? Anschließend begleitete Stern TV 26 Jahre lang das Leben der Familie. 26 Jahre lang, das ist so alt wie ich bin. Ungefähr. Long story short, es kam, wie es kommen musste. Die Brüder wurden tatsächlich gewalttätige Skinheads, deren Alltag von Straftaten, Gefängnisaufenthalten, Alkohol und Drogen bestimmt war. Mittlerweile ist die Mutter Karin Ritter verstorben und die Familie ist endgültig. Nach dem Lebensstil, den sie da auch fabriziert, ist ja auch kein Wunder, ne? Endgültig zerbrochen und aus Köthen weggezogen. Was wirklich tragisch an der ganzen Sache ist... Die Kinder hätten wirklich eine gute Kindheit haben können, aus denen hätte wirklich was werden können. Und am Ende des Tages sind es so... Wie soll ich sagen? Es ist einfach... Die sind einfach zu Abschauen geworden. Oh, ich will jetzt nicht so beleidigend sein, aber es ist halt straight up so, oder? Ist, dass es nicht so weit hätte kommen müssen, wenn man zur richtigen Zeit eingegriffen hätte. Als der kleine Norm als Kind für mehrere Jahre vom Jugendamt aus der Familie genommen und in einem Kinderheim untergebracht wurde, entwickelte sich der Junge nämlich prächtig. Er legte seine Aggressionen ab und wurde von seinen Betreuern als lieber netter Junge wahrgenommen. Dann jedoch musste er zurück zu seiner Mutter. Ich denke, die Rückführung in das Elternhaus war für ihn ein Schritt nach hinten. Das ging vollkommen nach hinten los. Man hätte versuchen müssen, den Jungen damals anders zu integrieren. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich Norman dort zurück. Und wenn man späteres Videomaterial von ihm sieht, ist es einfach nur traurig, dass ihm die Chance auf ein normales Leben genommen wurde. Schreibt uns bei der Gelegenheit gerne mal in die Kommentare, ob ihr über Protagonisten im ASI-TV eher lacht oder ob ihr von den traurigen Schicksalen, die dahinter stecken, schockiert seid. Anfangs lacht man, im Nachhinein, wenn man sieht... So was halt aus denen geworden ist oder so, dann lacht man halt nicht mehr, dann hat man eher Mitleid, ne? Wir sind gespannt. An unserer nächsten TV-Berühmtheit scheiden sich die Geister. Arno Dübel. Oh, wie kein anderer Hass in Deutschland haben, ne? Ist er ein Symbol für totale Arbeitsverweigerung bei gleichzeitiger Dreistigkeit. Deutschlands frechster Arbeitslose, wie er genannt wurde, wurde einer breiteren Öffentlichkeit erstmals bekannt, als er sein 30. Jubiläum als Arbeitsloser feierlich mit einer kleinen Party beging.
Nachdem er als Jugendlicher im Jahr 1976 seine Malerlehre abgebrochen hatte, hatte er nämlich nie wieder gearbeitet und war sehr stolz darauf. Hä, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so sein Leben lang gar nicht mehr zu arbeiten. Ich meine, klar, ich glaube, die meisten, die das Video gerade schauen, arbeiten nicht, ne? Mein Job ist jetzt auch nicht wirklich, ich sehe es nicht krass als Arbeit an, ist aber an sich auch Arbeit, weil ich damit meinen Unterhalt verdiene. Aber so das ganze Leben nur zu Hause sitzen oder 30 Jahre nur zu Hause sitzen, Fernsehen gucken oder sonst was mal, ist auch, das ist doch kein Leben, oder? Jeden Tag steht ein Doofer auf, da bleibe ich lieber länger liegen. Für diese Einstellung feierten ihn tatsächlich viele, während er für die Medien und die Politik als angeblich typisches Beispiel für einen faulen Hartz-IV-Empfänger diente und gerne benutzt wurde, um gegen Langzeitarbeitslose Stimmung zu machen. Arno Dübel aber erwartete nicht viel vom Leben und war glücklich, wenn er Zigaretten und Bier hatte und nicht mit, in seinen Augen, sinnlosen Maßnahmen vom Jobcenter belästigt wurde. Obwohl Arno Dübel in der Folge durch zahlreiche TV-Sendungen regelrecht zum Star wurde und auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit drei Manager hatte und 300 Euro für ein Interview verlangte, starb er im letzten Jahr so arm, wie er immer war, mit 67 Jahren vermutlich an einer Lungenkrankheit. Verrückt, wer hätte es gedacht? Wow, Leute, ey, raucht nicht. Dumm. Was von ihm bleibt, ist die Frage, ob es wirklich ein Recht auf Faulheit gibt. Ganz zum Schluss kommen wir nun noch zu Achim aus Köln-Chorweiler, auch bekannt als der Laptop-Experte. Der arbeitslose Ex-Kriminelle tauchte erstmals in einer ZDF-Reportage auf und weil er den Zuschauern innerhalb von nur wenigen Minuten schier endloses Meme-Material lieferte, wurde er schnell zur Kultfigur im Netz. Achim lebte oben in einem riesigen Hochhaus und vertrieb sich seine Zeit damit, dort täglich 20 Bier zu trinken. Bei schönem Wetter ging er ab täglich 20 Bier? Bro, war auch nach draußen, allerdings nur bis zu einer Bank vor dem Hochhaus, um dort mit einem Kumpel ebenfalls zu trinken. Kostet ein lecker Bierchen. Ja, wunderbar, danke dir, Bruder. Das ist ja heute wieder so wunderbar. Wunderbar. Prost, Jung. Prost, Jung. Durch seinen speziellen Dialekt und besonders durch seinen Versuch, durch den Kauf eines Laptops weniger zu trinken, amüsierte Achim Millionen von Zuschauern. Denn sein großer Plan scheiterte schon an der Einrichtung des Laptops. Wo ist denn das Internet, Jan? Schon jetzt wieder gemacht, dass ich dir Dinge nicht bedienen kann. Dadurch, dass Achim sie so sehr zum Lachen brachte, blendeten aber viele Zuschauer aus, dass der Kölner eigentlich ein trauriges Schicksal als perspektivloser Alkoholiker hatte. Obwohl er schon 2020 an Organversagen starb, werden Videoausschnitte von ihm auch heute noch amüsiert hin und her geschickt, wenn sich Leute zum Trinken verabreden. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, ob euch dieses Video gefällt. Krass, ey, nicht so ein lustiges Video heute, aber es ist crazy, was so mit den Leuten aus Asi TV so geworden ist, ne? Mein Beileid, ich sag's so, wie es ist. Leute, lasst, keine Ahnung, wenn ihr wollt, ein Like, Abo da, wisst ihr natürlich nicht. Und schaut mal ein bisschen vorbei, da kommen viele coole Videos. Ich würde sagen, das war's. Bis dann, ciao.